Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial. Heute mit dem Car Mechanic Simulator oder Autowerkstatt Simulator, der heute am 25.06.2019 für die Konsolen rausgekommen ist. Ich spiele den hier auf der PlayStation 4. Ja, hab mir gedacht, warum mal nicht? Ist mal was anderes. Die Story drin Ganzen ist, ja, ich habe meinen Meister gemacht, habe mich mit meinem Chef gestritten und habe ihm dann mal erzählt, dass ich zu gut bin für seine Firma, habe dann meine eigene Werkstatt aufgemacht und et voilà, hier ist meine Werkstatt. Eine kleine Hebebühne, Reifenmontiergerät, Wuchtgerät, Werkzeug, alles am Start. Also würde ich sagen, kümmern wir uns mal irgendwie um Kunden. Wie funktioniert das? Also, wie kriege ich denn jetzt hier Kunden ran überhaupt? Moment, da war da hier irgendwie. Da, Telefon. Also mal gucken, dass wir mal hier Aufträge an den Start kriegen. Et voilà. Die ersten Kunden. So. Ich habe mir mal ein Tutorial-Video oder beziehungsweise ein Video davon angeguckt. Es gibt einmal diese, ah hier, da steht es ja, da Kampagnenaufträge und einmal die normalen Aufträge. Ich würde sagen, so zum Üben nehmen wir mal, ach weißt du was, fangen wir direkt mit dem Kampagnenauftrag an. Was soll's? Auftrag annehmen, ablehnen. Wie kann ich denn hier den Auftrag, hatte? Ist das der Auftrag oder was? Kunde Herr T. Schmidt. Vor anderthalb Jahren habe ich meinem Sohn dieses Fahrzeug gekauft. Leider hat er sich nur um das Tanken gekümmert. Sonst um nichts. Bitte einmal eine Durchsicht machen, den Ölstand und natürlich auch die Reifen überprüfen. Wenn der Wagen fertig ist, kann mein Sohn ihn dann wieder abholen. Ist ja so ein Mann. So geht man mit einem Auto nicht um. Ah, Moment, ich sehe gerade, hier läuft eine Zeit ab. Ein Problem mit den Bremsen. Auftrag ablehnen, Auftrag annehmen. Ja, machen wir das doch zuerst. Erlaubter Ersatzteilzustand 92%. Das ist ein relativ neues Auto, hat gerade mal 8,5, etwas über 8.500 Kilometer runter. Schauen wir uns den nochmal an. Bevor wir uns um Sohnemanns Golf kümmern. Wer sich nur ums Tanken kümmert, hat es nicht anders verdient zu warten. So. Was kann das denn jetzt hier? Fahrzeuginfo. Zack. Ah ja. So, ein Problem mit der Bremse. Bremsscheibe, Bremsbeläge, Bremssatteltyp A. Die Sachen sind defekt. Würde ich sagen. Fahrer, Fahrzeug bewegen. Erste Hebebühne. Und drauf damit hier. Also. Eigentlich um die Bremse Vorderachse, oder? So, pellen sind wir schon mal runter. Und jetzt Diagnosemodus. An die Steuerung muss man sich echt gewöhnen.
Ah ja, man muss halt so prüfen halten. Okay. Ist ein bisschen grell alles, ne? Dabei. Wie geht das? Stand dabei wo? Grüne Bremsscheibe. Steht aber nicht vorne oder hinten, ne? Ah, ne, halt. Oder was? Drücke um eine Halt, na genau. Was? Nein, ich wollte so Diagnosen. Die Diagnose wollte ich ja machen. Ah, hier scheinen die Beläge zu runter zu sein. Mit der Pelle. Also scheint ja auch die Beläge hinüber zu sein. Prüfen. Das sieht doch noch gut aus. Also. Also an die Kamerasteuerung müssen oder an die Steuerung an sich müssen wir sich noch ein bisschen gewöhnen. So. Okay. Ah ja, ich sehe schon. Das sieht man ja schon durch die Felgen. Okay, also hier brauche ich mal. Naja, wir machen es trotzdem mal. Die Diagnose. Hallo? Okay. Okay. Also. Na. Und an dem Teil zu arbeiten. Das. Und zu demontieren. Dann die Beläge runter. Ach. Und die Scheibe runter. So, was haben wir denn da? Okay. So, hier war in Ordnung. Hier waren. Was hier? Hier waren die Beläge mal wieder, ne? Ups. Ja. Hier waren die Beläge mal wieder. Jetzt muss ich echt in die Steuerung gewöhnen. Das ist voll anders nervig. So. Was war's hier? So war das in Ordnung. Dann, also, was ist jetzt hier? Inventar. Was ist denn das? Bremssattel Typ A. Der ist noch in Ordnung gekommen. Und eine Bremsscheibe. Ist das eine normale? Ja. Und Bremsbeläge. Computer gucken. Was können wir denn hier alles? Ah, okay. Ah ja. Ja, Parts. Kann ich denn hier suchen?
annehmen. Ah, hier, Viereck, um zu suchen da. Brems. So, Bremsbeläge einmal. War das richtig? Einmal? Ja, einmal Bremsbeläge. Dann einmal Bremssattel Typ A. Und einer Bremsscheibe. Das wollen wir doch alles haben. Denn jetzt hier? Ah, hier, Montage von Teil. Ah. Achso, halten. So, hier waren die drauf. Und das muss ich auch dran gewöhnen hier. Okay. Immer mit dem gedrückt halten, muss ich mich dran gewöhnen. So. Kann hier auch schon wieder der Reifen drauf. So, was haben wir hier? Hier hat man nichts gemacht. Ich will ja jetzt demontieren, ich will ja montieren. Nee, halt, fortsetzen. Teil zu arbeiten und dann montieren. Ja, bitte. Dankeschön. So, und dann hier. Montieren. Bremsscheibe einmal neu, bitte. Das Beläge einmal neu, bitte. Und Bremssattel einmal, bitte. Jo. Einmal rein damit. Damit. Also das mit der Ansicht hier, das ist irgendwie anders nervig. Ja, komm. Zack. So. Achso, und hier noch. Nein. Ich will an dem Teil arbeiten hier. Ja, genau, danke schön. So. Reifen wieder drauf. Okay, wieder drauf. So. Ja, damit haben wir auch den Auftrag erledigt. Karre wieder runter. Kunden anrufen. Chef, Eckchef anrufen und sagen, ey, meine Werkstatt läuft. So, Grundstellung. Und damit er müde. Und jetzt. Lalala, normaler Auftrag. Auftrag, Teile anzeigen lassen. Ah ja, Auftrag beenden. Ja, sehr schön. Da haben wir doch, wow, unsere ersten 89 Dollar verdient. Ole ole, 89 Dollar, Firma läuft. Echt jetzt? Kann ich ja einmal gut essen gehen, dann ist mein Gewinn ja schon wieder, naja, moin. Dann,
Bremseinrichtung muss repariert werden. Nein, herrlich. Warum kommen die eigentlich alle mit der scheiß Bremse an? Wer bremst, verliert, Leute, wisst ihr doch. Komm, ich mal bei Bubis Sohn hier. Nee, Vetter Sohn, so. Der Bubi. Zu mehr die Kiste. Den machen wir noch. Wo ist er? Oder? Gott, echt. Ernsthaft, Junge? Wie gehst du mit dem Auto um? Ich pack's nicht. Was soll da gemacht werden? Hab ich meine Sohn, jetzt weiß ich nicht mehr. Also, ja, genau, richtig. Das war ja das. Öl wechseln, altes Öl ablassen. Ja, moin. Der Luftfilter muss gemacht werden, Kratzerfilter muss gemacht werden. Und einmal bitte Allwetterreifen drauf. Ja, dann ab auf die Bühne mit dem Geschoss. Ich gucke mal, wie blöd dann auch mal auf dem Boden, wenn ich das gemacht habe. Ja, moin. Filter sollte doch gemacht werden, oder? Ja. Arbeiten. Warte, Mist. Gott, was ist denn hier los, ey? Ist ja widerlich. Was ist denn hier mit dem Ding? Kraftstofffilter raus. Junge, 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 was stand bei dir nicht? Der linke Stick, der geht voll schnell, der rechte, also so nach links und rechts drin, das dauert voll ewig und 3 Tage. Ja, komm ich irgendwann nicht so drauf klar. Das wird dann der Räum. Gruselig, wie die Felgen aussehen. Ja. Gruselig, wie das Ganze. Also so eine Mann. So geht man aber nicht mit dem Auto. Das macht man so nicht. Vor allem, das sieht aus wie so ein Golf 7. Also. Ja, muss ja ein Golf 7. Was hat er geschrieben? Vor 1,5 Jahren hat er den so nochmal den Wagen gekauft. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Geht ab bei so einem. So, Moment, halt. Nee, Quatsch. Zurück. Wenn man sich bremsen sollte nicht, ne? Luftfilter, okay. Kraftstofffilter, okay. Und ein Wetterreifen. Ich brauche erstmal wissen, was von der Größe wird. So, okay. Wie benutzt man das Ding? X. Reifen abziehen. Das ist ja einfach. Den folgenden aber aus, wenn man folgende Leute hier macht. Ja, bitte. Nehmen. Dankeschön.
Also wehe, der Auftrag gibt jetzt hier nicht ein bisschen mehr Patzer als 89 Dollar. Die Nummer war ja peinlich eben. Ja, rein hier. Oder immer nehmen bitte. So, vielen Dank. Achso, warte mal. Ne, was ist das? So. Das muss nur von Reifen durch. Aber nur neue Reifen? Nee, Felgen nicht. Was hat denn da noch? Alvetta 25, 55, 16. Okay. Wie komme ich denn jetzt hier? Nee, halt. So. Ah, hier. Weit zurück. So. Alter, ja, so, was war das? Alvetta hier. 2,5, machen wir schon 4 Stück. 2,5, 55, 16. Für 872 Dollar. Läuft, vielen Dank. So, so, scheiße. Krass. Ah, Mensch. Oh, guck mal, ich hab eine Kiste. Was ist in der Kiste drin? Wir werden es nicht erfahren, weil ich jetzt nicht danach gucke. So, Kraftstofffilter und Luftfilter, der ist ein viereckiger. Gut, okay. Vielen Dank dafür. Was? Nein, Computer benutzen. So, zurück. Parts. Kraft. Stofffilter einmal den bitte. Solche, ja. Und einmal. Luftfilter. Ja, der. Einmal. Dankeschön. So. Was? Nein, ach was. Das ist auch anders nervig. So, montieren wir mal die Pellen wieder drauf. Nutzen, montieren. Das, ja, bitte. Ja. Naja, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt, geht's langsam. Das hat immer an dem Auto rumbasteln, das. Aber wer selbst Hobbyschrauber war, ne? Kennst du, der kommt damit klar. Das passt schon. So, vorletzte. Dann noch eben auswuchten. Dann zack, auswuchten. Auswuchten einmal. Ja, bitte. Ich kann noch schön zu. Aber Gewichte kleben muss man nicht, ne? Oder doch? So, die sind schon. Okay, alles klar. Ich muss da nichts machen. Ausrufen, okay. Einfach nur auf die Maschine, der Rest läuft schon alleine. Alles klar. Aber doch, verstanden. Hier. Ah ja, kann ich updaten. Oder upgraden.
her damit. Auswuchten. So, ich musste mal gerade boosten. Und der letzte. Oh, voran jetzt hier, ich will hier fertig machen. So. Ach so, Ölwechsel. Ah, scheiße, den Ölfilter habe ich vergessen zu bestellen. Ja, mal. Ja, egal, ich muss hier noch die Teile einbauen. So, her damit. Siehst du, dieses Drehen hier nach links und nach rechts, das dauert irgendwie voll lang und vor und zurück ist voll schnell. So, haben wir das schon mal erledigt. Wo ist denn der Filter? Oder? Halt. Da ist doch bestimmt Öl drin. Guck mal an. Öl auf dem Welt, ja moin. Gerät bewegen. Erst Hebel wieder. Aha. Gerät benutzen. Ja, sehr schön. Läuft doch. Ja? Ja. Gerät bewegen. Gerät zurückstellen. Ja, läuft. Sauberkeit muss sein in der Welt schon und Ordnung auch. So, an dem Teil arbeiten hier. Ölfilter R4A. Soll er ausgetauscht werden? Ja, ne? Ja, wer wechselt Öl und tauscht den Ölfilter? Scheiße, macht mal sowas. Aber warte mal. Kunde ist König. Schauen wir mal. So. Öl wechseln, altes Öl ab, neues Öl ein, füllen. Okay. Moment. Erlaubter Ersatzzustand, 100%. So, Inventar. Der ist sowas von weit weg von 100%, das geht gar nicht. Der kommt, ah Mann. Der kommt weg. Da werden wir 9 bestellen. Achso. Öl. Ja, 4A. Ja, damit. Ich weiß nicht. Wie geht mir das hier schon um? So, Ölfilter. Um an den Teil zu arbeiten. Ich will montieren, nicht demontieren. So. Zack. Euer Ölfilter da rein. Dann die 9 Pellen da drauf. So, Montage von Teilen bitte. Einmal. Dankeschön. Ich muss eine Frage haben, habe ich da jetzt nur 3 Reifen gesehen? Oder Räder? Ah ne, okay. Wo ist der 1 oder 2? Dann kriegen wir das eine Rad. So.
letzter Reifen, letzte Start, so. Und das ist nicht hier einfach. Runter mit dem Geschoss. So, was musst du hier noch? Der Filter. Ja, komm. Einmal neue Luftfilter rein. Einmal neues altes Gehäuse drauf. Jetzt sind sie wieder festmachen mit der Klemmer, schön. Na. Kleine Fisselsteile, ey. Wer sowas Real Life schon mal abgeknibbelt hat oder wieder dran gepaddelt hat, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich die Finger an diesen Scheißdinger klemmt. Ich erinnere mich nur an alte Zeiten in der Garage. So. Achso, der Mittelfilter muss auch mal da rein, ne? Ja, ja, Kraftstofffilter. Zack, einmal rein. Und ey. Ja, komm, jetzt mal hier, ich will ja ein Öl wechseln, ich will da Öl reinfüllen. Ah ja, so. Ja, machen wir erstmal so. Schauen wir mal. Okay. Nein. Ah. Oh ja, komm, da geht aber noch ein Schluck hier. Da geht aber noch mal ein Schluck. So, 5 Liter zu viel da. Nö. Eigentlich. In Ordnung. So. Nein, fortsetzen. Klappe zu. Ja, haben wir alles abgearbeitet. Kann Vater zufrieden sein und der Sohn immer kann wieder rumheizen, bis die Karre wieder auseinanderfällt. Herrlich. Ja. Damit haben wir doch mal wieder was geschafft. 5500. Ja, der Auftrag hat übrigens ein bisschen Geld gebracht. 1400 ungefähr. Läuft. Ja, und damit würde ich sagen, ist auch schon die erste Folge meines Let's Plays hier vorüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne mal kommentieren oder mal ein Like da lassen. Auch gerne mal abonnieren. Und ja, dann warte ich mal so ein bisschen auf Feedback und hoffe auch, dass es dann in Zukunft so weitergeht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.